Hallöle zusammen. Ja, willkommen bei Snake Oil Audio. Da bin ich mal wieder und ja, diesmal soll es um die Frage gehen: Zwei Wege gegen drei Wege Lautsprecher. Was ist besser? Und ja, die Frage kann man extrem leicht, schnell und einfach beantworten. Drei Wege Lautsprecher, mehr Chassis, mehr Frequenzumfang, also gleich besser. So, Punkt, fertig, 35 Sekunden, das war mein schnellstes Video. Ja, das wäre jetzt so die einfachste Antwort, aber ich weiß nicht, ob die immer zutreffend ist und ob die immer stimmt. Auch wenn es formal erstmal richtig ist. Also, wenn wir einen Lautsprecher betrachten und uns die Frage angucken, zwei Wege oder drei Wege, was ist besser, dann müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wofür ist der Lautsprecher denn? Es ist so ähnlich, wenn ich mir ein Auto kaufe. Ist jetzt ein Porsche 911 oder ein Mercedes Sprinter? Weil ist denn da besser? Die Frage kann man stellen, aber irgendwie muss man dann so ein Stück weit den Anwendungszweck betrachten. Und je nach Anwendungszweck kommt da vielleicht was Unterschiedliches bei raus, was da jetzt gerade das bessere Produkt ist. Und bei Zwei- und Drei-Wege-Lautsprechern ist es ähnlich. Ein Drei-Wege-Lautsprecher hat erstmal bauliche Vorteile gegenüber Zwei-Wege-Lautsprechern. Und dabei ist die Maus auch keinen Faden ab. Ich weiß, da gibt es sozusagen Leute, die Stein und Bein darauf schwören, dass ein Zwei-Wege-Lautsprecher der Gipfel des Audiophilen ist, aber die liegen nicht zwingend richtig. Aber es gibt Gründe, warum die so denken. Und versuchen wir dem mal auf den Zahn zu fühlen. Wir müssen beim Signal vorne anfangen und uns anschauen, was für Musiksignale gibt es denn und in welchem Bereich finden die statt. So, die beiden Instrumente, die den größten Frequenzumfang haben, ist eine Kirchenorgel und ist ein Synthesizer. So, die sprengen sozusagen die Skala. Aber es gibt natürlich relativ wenig Musik, die jetzt explizit für große Kirchenorgeln geschrieben ist, wo man dann einmal auch so alle Register zieht und von den ganz tiefen Frequenzen bis zu den höchsten Fledermaustönen einmal so alles anspielt, was da ist. Kommt ja eigentlich nicht vor und es hört auch keiner. Also ich sage jetzt mal, für das 1% der Hörer, ich glaube, das werden wahrscheinlich noch weniger sein, die so eine Art von Musik hören. Ja, über die spreche ich jetzt nicht. Was liegt in einem Hörbereich, was wirklich noch Massen an Hörern hören, die irgendwie erwähnenswert wären? Und da ist sozusagen der größte Frequenzumfang, den ich irgendwie finden kann, ist ja so ein klassisches Orchester. So, und wie weit reicht der Frequenzumfang? Also der tiefste Ton, den ich also über allem in einem klassischen Orchester ist das große Piano, was da drin steht. Das deckt eigentlich einen größeren Frequenzspektrum ab als alle Instrumente zusammen. Wenn ich das Piano mal rauslasse, dann ist das Instrument, was am tiefsten runtergeht im Bassbereich, ist tatsächlich der Kontrabass. Kontrabass, E-Saite gestrichen, ein bisschen knapp unter 40 Hertz. Ja, da ist dann sozusagen Sendepause, tiefer wird es nicht. So, Hochtonbereich, wie hoch kommen wir da? Ja, so 4,5, 5 Kilohertz, da ist dann auch im Hochtonbereich Schicht. Ne? Das sind so die Piccolo-Flöten. Eine Stimme kann auch sehr, sehr hoch gehen. Aber da ist auch, wie gesagt, so, ich sag mal, unter 5 Kilohertz ist da Schicht. Da ist der komplette Tonumfang, Frequenzumfang, den so ein großes Orchester abdeckt. So, ich habe in älteren Videos, also ne, schon darüber gesprochen, dass natürlich Obertöne wichtig sind. Und die sind da jetzt natürlich nicht mit drin. Also ich sage jetzt nicht,
kauft einen Lautsprecher, der nur bis 4 Kilohertz spielen kann oder 5 Kilohertz, weil kein Instrument spielt höher. Das ist damit nicht gemeint, was darüber hinaus passiert, ist schon noch sehr, sehr wichtig. Aber vom Instrument her ist das sozusagen unser maximaler Rahmen, den wir abstecken müssen. Also ist ja die erste Frage, die sich stellt, kann ein Zwei-Wege-Lautsprecher das darstellen? So, und wenn wir uns Hi-Fi-Chassis anschauen, und ich lasse jetzt mal die Kategorie Breitbänder außen vor, weil das ist so eine ganz spezielle Gattung von Chassis, über die möchte ich mal mich an anderer Stelle unterhalten, aber normales Hi-Fi-Chassis, jetzt egal, ob es ein Tiefmitteltöner ist oder ob es ein Hochtöner ist, man kann sagen, so unter Freunden, das stimmt jetzt nicht ganz hundertprozentig, aber die Richtung stimmt. Unter Freunden, ein Hi-Fi-Chassis spielt sauber in einem Bereich von etwa 4 Oktaven. Das ist jetzt auch egal, ob ich über einen Tiefmitteltöner oder Hochtöner oder es ist auch egal, über welche Marke ich da spreche oder ob das kleiner oder größer ist, es spielt keine Rolle. Roundabout 4 Oktaven kann ein Chassis in der Regel sauber darstellen. Spielt es über diese 4 Oktaven hinaus? Ja, sieht man ja. Ne? Guckt euch Frequenzschriebe von irgendeinem Chassis an und ihr seht, das spielt auch über 4 Oktaven hinaus. Aber genau dann fangen die Chassis an, ordentliche Sauereien zu machen. Dann fangen die an, aufzubrechen, zu resonieren und. Da machen die alle Sachen, die überhaupt nicht schön sind und die man nicht haben will. So, das heißt, mit einem Zwei-Wege-Lautsprecher, wenn ich zwei Chassis habe von jeweils 4 Oktaven, also 8 Oktaven Tonumfang, und ich klemme die aneinander und sage, naja gut, das eine Chassis wird nach oben raus noch mal ein bisschen höher spielen können, auch wenn es ein bisschen Sauereien macht, aber ein bisschen höher kann es nach oben raus und das andere Chassis nach unten raus ist auch nicht mehr so ganz sauber, aber kann auch noch mal so ein bisschen weiter nach unten raus. So, mit dem Frequenzumfang, den ich mit einem Zwei-Wege-Lautsprecher abbilden kann, bin ich schon sehr, sehr dicht an dem, was ein großes Orchester darstellt. Ja, das muss einem bewusst sein. Ich kriege jetzt vielleicht den tiefsten Ton nicht mehr so richtig hin. Und ich kriege, ja, den höchsten Ton kriege ich schon noch hin, aber dann so mit den Oberwellen darüber wird es dann schon eng. Aber selbst ein Zwei-Wege-Design ist sehr dicht dran, ein großes Orchester abzubilden. Wenn ich mir aber ein klassisches Konzert anhöre, dann stelle ich ja fest, die Momente, wo die wirklich in die Extreme des Frequenzgangs gehen, kommen ja kaum vor. Also ich sage jetzt nicht, die gibt es nicht und das passiert nie, doch natürlich tut es das. Aber wenn ich das irgendwie in so eine Prozentzahl fassen sollte, dann würde ich sagen, naja, also über 90% der Musik findet einfach nicht an den Rändern statt, sondern findet halt in der Mitte dieses Frequenzspektrums statt. Und das ist ein Zwei-Wege-Lautsprecher auch perfekt in der Lage darzustellen. Da spricht überhaupt nichts gegen. Aber unser großes Orchester war ja schon so ziemlich Worst-Case-Szenario. Weil ich sag mal, jetzt in meinem Bekanntenkreis hört nahezu niemand Klassik. Ich kenne ein, zwei Leute, die Klassik hören, auch regelmäßig hören, aber der allergrößte Teil hört das nicht. Na, also jetzt mal, zu Weihnachten mal einmal eine Klassikscheibe aufgelegt und gut geschenkt. Ne? Aber jetzt so tagtäglich eher überhaupt nicht. So, was gerade im audiophilen Hi-Fi-Bereich und so weiter schon sehr, sehr häufig vorkommt. Mal gucken, vielleicht erkennt ihr euch da wieder. Da wird natürlich relativ viel Jazz gehört. Ne? Jazz, würde ich jetzt sagen, ist in der sozusagen im allgemeinen Hörerlebnis nicht so stark vertreten, aber gerade bei Audiophilen,
wird schon ziemlich viel Jazz gehört, einfach weil die Aufnahmen natürlich zu einem sehr großen Teil sehr, sehr gut sind. So, und so eine Jazzkapelle, die hat natürlich schon mal einen deutlich kleineren Frequenzumfang, Tonumfang, als das ein großes Orchester hat. Also erheblich kleiner. So, Blues, ne, ich sage jetzt mal von irgendwelchen B.B. King-Geschichten über John Lee Hooker, keine Ahnung, auch wird stark gehört im Hi-Fi-audiophilen Bereich. Und auch da ist ja ist zwar eine andere Musikrichtung, aber von der Instrumentierung nicht so grundverschieden von Jazz. Das heißt auch da, der Tonumfang ist relativ ähnlich. Gut, im Jazz habe ich dann mehr Blasinstrumente, die finde ich dann im Blues nicht mehr so häufig. Aber das sind trotzdem vergleichbare Frequenzspektren, über die wir da reden. So, und dann haben wir natürlich die allergrößte Gruppe ist in irgendeiner Form geartet Rock- und Popmusik. So, und da brauchen wir über Frequenzspektrum sowieso nicht mehr reden, weil ich sag mal, gerade im Pop-Bereich unter 80 Hertz kommt nicht mehr vor, über 15 Kilohertz kommt auch nicht mehr vor. Es ist so völlig egal, da passiert alles im Mitteltonbereich. Und so von daher stellt sich natürlich die Frage, warum brauche ich einen Lautsprecher, der frequenztechnisch darüber hinausgeht? Also selbst wenn ein Drei-Wege-Lautsprecher erstmal technisch rein von den vom Schrieb auf dem Papier natürlich besser aussieht und mehr kann als ein Zwei-Wege-Lautsprecher, wird der mich überhaupt glücklich machen? Werde ich überhaupt ein Programm auflegen, was diesen erweiterten Bereich überhaupt nutzt? Und wenn ich die Frage verneinen kann, dann wird mir auch ein 3-Wege-Lautsprecher das Leben nicht wirklich besser machen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Grund, warum viele Leute auf ihre 2-Wege-Lautsprecher schwören, einfach weil die genau so eine Art von Programm hören. Das kommt gar nicht vor, dass man da irgendwelche Kirchenorgeln, große Orchester, Kessel, Pauken, Getrommel, Kontrabass, Gestreiche und so weiter, kommt nicht vor. So, und dann wird sozusagen die Luft für einen Drei-Wege-Lautsprecher natürlich immer kleiner. Sind Drei-Wege-Lautsprecher damit in der Praxis eigentlich unsinnig? Nee, das sind sie nicht. Die Sache ist folgende: Ich kann einen Zwei-Wege-Lautsprecher bauen. Ich habe schon in meinem Regallautsprecher-Video darüber gesprochen. Regallautsprecher sind ja auch Zwei-Wege-Lautsprecher, aber halt mit der Beschränkung extrem kleines Gehäuse. Das macht mir das Leben noch schwieriger. Aber bei den Regallautsprechern habe ich schon gesagt, ich muss mich bei einem Regallautsprecher entscheiden. Möchte ich einen Regallautsprecher haben, der relativ dynamisch ist, dann werde ich da automatisch, wenn ich das baue, das Frequenzspektrum einschränken. Oder aber möchte ich einen Regallautsprecher haben, der einen möglichst großen Frequenzbereich abdeckt, dann werde ich eine ganze Ecke Dynamik und Wirkungsgrad von dem Lautsprecher einfach klauen. Ist einfach Physik. Wenn ich jetzt diese Beschränkung von einem kleinen Gehäuse nicht mehr habe, komme ich natürlich mit einem Zwei-Wege-Design weiter als in einem Winzelgehäuse. Aber die Abhängigkeiten bleiben bestehen. Das ist ja immer noch genau die gleiche Physik. Das heißt, auch wenn ich einen Lautsprecher relativ groß bauen kann, werde ich mich entscheiden müssen, möchte ich eher auf der dynamischen Seite sein oder möchte ich eher auf der maximaler Frequenzgang Seite sein. Das Problem habe ich mit einem gut konstruierten Drei-Wege-Lautsprecher so nicht mehr. Beziehungsweise natürlich, es ist nach wie vor Physik, das Problem tritt weniger stark zutage.
Ich kann sozusagen den Weg gehen. Ich möchte einen Lautsprecher haben, der eher auf der dynamischen Seite ist. Jetzt schränke ich mein Frequenzband damit natürlich automatisch etwas ein. Macht aber nichts, weil ich es ja damit ausgleiche, dass ich ein Chassis mehr habe. Ja, das heißt, potenziell sollte ein Drei-Wege-Lautsprecher, wenn er gut konstruiert ist, immer der dynamischere Lautsprecher sein. Es sei denn, ich versuche jetzt mit Gewalt ein Drei-Wege-Design, was so klein ist wie möglich, ne? Das übliche Problem. Und dann muss der dabei bis 20 Hertz runterspielen. Ne? Da ich, mein größtes Chassis in meinem Drei-Wege-Lautsprecher ist ein 15 cm Bass-Chassis, was ohnehin schon irgendwie keinen Schalldruck, keinen Pegel, kein gar nichts macht. Und jetzt möchte ich aber 20 Hertz aus dem Ding. Ich würde sagen, wer sowas baut, der hat einfach schon am Start irgendwie alles grundsätzlich falsch verstanden und falsch gemacht. So, weil selbst wenn so ein 15 cm Chassis dann bis 20 Hertz runterspielt, da kommt einfach überhaupt kein Pegel, überhaupt kein Schalldruck, keine Dynamik, da kommt gar nichts mehr raus. Da kommt vielleicht ein 20 Hertz Ton raus, den ich noch höre. Aber mehr dann auch nicht. So, und aber ein vernünftig konstruierter Drei-Wege-Lautsprecher ist einfach von Haus aus, ich kann einfach den dynamischer auslegen. Und immer noch einen relativ großen Frequenzbereich abdecken. Das ist sozusagen der ernsthafte Vorteil. Wenn ich das Gleiche in zwei Wege machen möchte, dann fange ich halt an, dass die Limitierung von zwei Chassis sehr, sehr offensichtlich werden. So, und es gibt ja ziemlich gute, hochwertige Zwei-Wege-Lautsprecher. Ich möchte jetzt hier mal so zwei Lautsprecher benennen, weil die technisch sozusagen in sehr unterschiedliche Richtungen gebaut sind. Die sind dennoch beide sehr, sehr hochwertig und man sieht aber sofort, dass die beide mit Beschränkungen zu kämpfen haben. Ein Lautsprecher, den gibt es schon lange nicht mehr. Deutscher Hersteller, Ecuton. Deren Spitzenmodell hieß LQL 200, ein großer Standlautsprecher, wie gesagt, zwei Wege, darüber sprechen wir ja gerade. Und dann war das Ding eine Transmission Line. Transmission Line ist eine spezielle Bauform von Bassreflex, die den Vorteil hat, nochmal eine ganze Ecke tiefer zu spielen als ein klassisches Bassreflex-Design. Das heißt, diese Ecoton konnte halt sehr, sehr tief im Bassbereich runterspielen. Ja, also wirklich eine große Kirchenorgel oder sowas, gestrichener Kontrabass, konnte die brutal gut. Was sie überhaupt nicht gut konnte, war sowas wie Schlagzeug, Bassdrum, Kesselpauke und, weil eine Transmission Line das Problem hat, dass sie zwar vom Frequenzumfang wieder sehr weit runter kann, dabei aber auch maximal lahm wird. Das Ding ist von einer Impulswiedergabe her überhaupt nicht gut. Das ist also eher, ja, von der Dynamik her ist das eher die absolute Schlaftablettenabteilung. Aber wie gesagt, kann richtig tief runter, richtig schöner, satter, sauberer Bass. Toller Lautsprecher. Das Gegenstück dazu, JBL K2. 238er Bässe und dann ein Horn in der Mitte. Das Ding ist natürlich ganz klar auf einer sehr dynamischen Seite. Kann aber, obwohl es 238er drin hat, ist ja schon sehr, sehr massiv, spielt die aber trotzdem nicht so weit runter wie die Econo. Ja, das heißt, ich sehe auch da im Vergleich, der Frequenzumfang schränkt sich ein. Was aber beide Lautsprecher gemein haben, ein 38er, könnt ihr euch vorstellen, der spielt nicht besonders hoch in den Mitteltonbereich rein. Ja, den muss ich relativ früh irgendwann mal rausnehmen, weil
Ja, mit so einer großen Membrane, egal wie heftig der Antrieb dahinter ist, das bricht irgendwann nur noch in alle Richtungen auf und ist dann einfach, wird schnell unschön, na, bei steigenden Frequenzen. Bei einer Ecoton genau das gleiche Problem. Der Chassis ist zwar erheblich kleiner als 38 cm. Ich weiß nicht genau, was da drin gesessen hat. Ein 20er oder ein 25er? Ich meine ein 20er, aber ich würde es nicht beschwören wollen. Ich meine ein 20er. So, aber halt ein sehr, sehr schwerer 20 cm Sprecher und so weiter. Also auch der schön weit nach oben spielen kann der nicht. Dann heißt, im Fall der Ecoton musste da ein sehr, sehr großer Hochtöner drüber, der sehr, sehr früh übernommen hat. Im Fall von der JBL K2 ist da, ich glaube, da ist ein 2 Zoll Horntreiber hinter dem Horn verbaut. Also auch da ein Horn, das muss relativ früh übernehmen, ne, weil der 38er einfach nicht so weit spielen kann. So, und das Endergebnis ist, beide machen im Prinzip keinen Hochtonbereich mehr. Ne, die JBL noch ein bisschen weniger als die Ecoton. Ich glaube, die JBL ist so bei. Ich habe die mal gehört, ich habe da nicht ein Messschrieb so gesehen, aber jetzt einfach vom Gehör würde ich jetzt sagen. Ja, also über 10 Kilohertz passiert da nicht mehr wirklich viel. Na, bis dahin super, auch mit voller Granate, Attacke und allem, was man will. Aber so richtig feine Hochtonauflösung hat die eher nicht. Deswegen, denn das Nachfolgemodell wurde dann auch drei Wege. Das hat dann noch einen Hochton-Tweeter noch dazu gekriegt. So, und bei der Ecoton auch. Das ist ja 15 Kilohertz unter Freunden vielleicht noch, aber dann mehr nicht. Da steigt die dann aus. So, das heißt, ich habe einfach objektiv gesehen, bei so einem Zwei-Wege-System habe ich einfach definitiv bauartbedingt einen eingeschränkten Frequenzgang. Ich habe da einfach definitiv so meine Nachteile. Ne, Hochtonbereich können die beide nicht. Die eine kann es noch schlechter als die andere. Die eine kann ein bisschen mehr Tiefpass, die andere weniger. Die eine ist eher auf der dynamischen Seite, die andere ist eher auf der breiter Frequenzbandseite. Wenn ich so ein Design richtig auswähle, dass es zu meinem Musikprogramm passt, spricht da nichts dagegen. Und dann kann das ein fantastischer Lautsprecher sein, mit dem man lange, 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 lange sehr, sehr, sehr glücklich Musik hört. Wenn ich aber möchte, dass ich einen Frequenzumfang habe oder einen Bassbereich habe, wie eine Ecoton. Und gleichzeitig aber eine Attacke wie eine JBL, dann kann ich das einfach gezwungenermaßen nur realisieren, wenn ich eben das auf mehrere Chassis aufteile. Und das bringt mich automatisch zu einem Drei-Wege-Design. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wo sind große Unterschiede, wenn ich die höre? Klassik hat einen relativ großen Frequenzumfang, haben wir gerade schon gesagt. Aber Klassik hat eigentlich gar nicht so viel Dynamik. Also natürlich, wenn jetzt die Bläser richtig Gas geben, dann kann mir das schon ordentlich entgegenquieken. Wenn der Typ an den Kesselpauken richtig Gas gibt, ist auch richtig Energie in der Luft. Aber wie oft tut er das? Das passiert ja relativ selten. Ja, bei den Bläsern vielleicht schon ein bisschen öfter, aber dass da der Typ auf die Kesselpauken draufhaut wie Keith Moon, ist eher selten. Na, natürlich, wie gesagt, in so einem gesamten Klassikkonzert ist dann irgendwann mal richtig Attacke angesagt für 10 Sekunden, geht dann die Wutz ab. Aber die andere Stunde des Konzerts ist eher Dudel, 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 Dudel. Anspruchsvoller aus meiner Sicht, da könnt ihr mir gerne widersprechen, ist zum Beispiel Filmmusik. Weil da habe ich auch ein sehr großes Orchester. Aber Filmmusik, die Natur von Filmmusik ist natürlich einfach, diesen Knalleffekt immer wieder und immer wieder zu erzeugen. Die Filmmusik soll ja meinen Film spannend halten. Die soll ja bewirken, dass ich auf der Kante meines Sitzes hocke und mir die Fingernägel abknabber. Das ist ja genau der
der Sinn der Musik. So, das heißt, das ist grundsätzlich von den Instrumenten und so weiter erstmal genauso komplex wie Klassik, geht aber noch viel, viel mehr ab als Klassik. So, und wenn ich auf sowas stehe, dann bin ich tatsächlich auch der Meinung, ja, da wirst du am besten, am glücklichsten wirst du da mit einem Drei-Wege-Sprecher. Ne? Ein großes, Drei-Wege-dynamisches System, das haut dich dann richtig aus den Socken. Die Frage ist, hört ihr sowas? Ne? Ich kann sozusagen diese Diskussion immer wieder zurückführen an den Anfang und zu sagen, was für Musik hört ihr? Wenn ihr einmal im Jahr Best of Hans Zimmer auflegt, ist das egal, dann braucht man dafür nicht so einen Lautsprecher. Ne, wenn ihr dann 99% des Jahres Sonny Rollins oder Miles Davis hört. Ne, so. Am Programm hängt es. Und wenn das Programm sozusagen nicht vorschreibt, ich muss einen riesen Frequenzumfang haben mit riesen Dynamik, weil ansonsten funktioniert die Musik, die ich höre, nicht. Dann komme ich mit einem Zwei-Wege-Lautsprecher, wenn der gut gemacht ist, durchaus gut durch die Tür. Aber immer in dem Wissen natürlich, ich mache hier und da einen kleinen Abstrich. Aber die Abstriche sind nicht riesig. So, weil es mit 4-Wege-System, 5-Wege, 6-Wege, 7-Wege, 29-Wege, weil das wäre dann die logische Konsequenz, wenn das immer dynamischer wird, mache ich immer mehr Wege. Nee, weil irgendwann macht das ja keinen Sinn mehr. Irgendwann ist sozusagen unsere Programmquelle ja ausgereizt. Dann habe ich tatsächlich von einer Kirchenorgel oder vom Synthesizer tiefster Ton bis zu Fledermausgeheule alles abgedeckt. Und dann, ja, in wie viele Teile soll ich zerteilen? Macht ein vierter Weg Sinn? Da sage ich mal, ja, jein. Konstruktionsbedingt, wenn ich jetzt nicht von Riesenlautsprechern ausgehe, also wenn ich jetzt nicht von einem Drei-Wege-Lautsprecher ausgehe, wo der Bass dann, so was wie ein Voice of the Theater, ne, wo dann irgendwie so ein Doppel-38er im Bass drin hockt und dann irgendwie ein riesen Mitteltonhorn und dann ein Hochtonhorn. Das wäre jetzt, okay, das erschlägt alles. Ne, aber das hat ja keiner in seinem Wohnzimmer stehen. Wenn ich jetzt von einem relativ normalen, in Anführungsstrichen, normalen Design fürs Wohnzimmer ausgehe, wird ja heute selten was verbaut, was über 20, 25 Zentimeter im Bass wird die Größe übersteigt. So, und jetzt ist natürlich klar, selbst wenn ich jetzt mal so zwei davon habe, ich gehe jetzt mal von einem auch wieder sehr bekannten Lautsprecher aus, ein sehr legendärer Lautsprecher, Wilson Audio Watt & Puppy. Gibt es in verschiedenen Varianten, ist aber jetzt egal, ob wir über Version 2 oder Version 7 reden, weil die nahezu identisch sind alle. So, das ist ein Lautsprecher, der wirklich, wirklich, wirklich auf der dynamischen Seite ist, der eine echt tolle Basswiedergabe hat, sowohl von der Dynamik als auch wie weit der runter kann. Also der Bass an dem Lautsprecher ist einfach fantastisch und dann von einem fantastischen Bass angefangen kriegt man einen noch besseren Mitteltonbereich und einen noch besseren Hochtonbereich. Das Ding ist der Oberhammer. Da kann man kaum noch was dran besser machen. Und trotzdem gibt es zu dem Speaker nochmal einen Subwoofer. So, und habe ich auch gehört, klingt brutal gut. Und was ist der Gag? Also warum will man bei einem Speaker, der eigentlich schon alles total gut macht, nochmal einen Subwoofer dazu haben? Das ist ja rein durch den Frequenzgang kaum noch zu erklären, weil das Ding spielt ja von Haus aus schon bis 20 Hertz. Ich weiß nicht, ob er wirklich eine Wilson Audio bis 20 Hertz geht oder bis 30, aber in so einem Rahmen zwischen 20 und 30 kann das Ding. Also warum soll ich da jetzt nochmal einen Subwoofer drunter bauen? Ganz einfach, weil ein 20er Chassis, auch wenn es eher von der schnelleren und dynamischeren Sorte ist, kann das natürlich
eine Bassdrum einfach nicht darstellen. Oder eine Kesselpauke. Ja, guckt euch mal eine Kesselpauke in Natura an. Ich meine, das Ding hat einen Meter Durchmesser. Da ist ein Fell drin, eine Membrane drin, die hat einen Meter Durchmesser. Und da steht jetzt ein Typ davor, gut, der ist kein Bodybuilder, aber trotzdem, der wämst da volles Kanonenrohr mit allem, was er hat, wämst der da drauf. Da habe ich einfach so viel Energie in der Luft, im klassischen Konzert, das spüre ich auf der Lunge. Wenn der da drauf hämmert, geht ein richtiger Impuls durch den Raum. Den ich nicht nur in den Ohren, sondern den ich wirklich mit dem ganzen Körper wahrnehme. Selbst bei einer Jazzkapelle. Ja, die Bassdrum hat einfach schon ein ordentliches Fund dahinter. Da ist einfach richtig Attacke. Das merke ich am Körper. So, und das kann einfach so ein 20er Bass, den kann das nicht. Wie weit sollte der aus dem Chassis rausspringen? Da muss er ja irgendwie 10 cm aus dem Chassis rauskommen, um die Energie in die Luft abzugeben. So, und an der Stelle ist natürlich ein Subwoofer total gut. Da ist es natürlich cool, noch einen vierten Weg zu haben, um einfach die Dynamik darzustellen. Im Fall von Wilson sitzt da ein 18 Zoll, was ist das, 48er? Jedenfalls über 40, also ein 15 Zoll ist 38 cm, ich meine, das ist 48 cm, ist 18 Zoll. Also so ein Riesenäumel sitzt in dem Ding drin, in dem Subwoofer. So, und der hat natürlich seine Fläche. Ne? Und wenn dann ein Impuls untenrum kommt, Kabauts, dann kommt der auch mit genau dem gleichen Kabauts im Wohnzimmer an. Und das merke ich dann körperlich auch. Das ist eine schöne Sache, einfach um noch mal ein bisschen mehr Dynamikfund unten rauszukriegen. Braucht man das wirklich? Ja, das ne, muss jeder für sich selber entscheiden. Kann ich so einen Subwoofer nicht dann auch an einem Zwei-Wege-Lautsprecher anschließen, um den aufzuwerten? Ja klar, aber dann sind natürlich kein Zwei-Wege-Lautsprecher mehr. Ja, wir haben ja gerade über Zwei-Wege gegen Drei-Wege gesprochen. Klar, kann ich natürlich einen Zwei-Wege-Lautsprecher so auslegen, dass der mit dem Subwoofer gut funktioniert. Dass ich von vornherein sage, ja, der muss gar nicht so tief runterspielen, weil ich weiß, da unten drunter schließt dann ein Subwoofer an. Ja, aber das ist kein Zwei-Wege-Design mehr. Macht das Sinn? Ja, klar, macht das Sinn. Wenn ich ein Musikprogramm habe, wo das wichtig ist. Tja. So, das ist mein Wort zum Sonntag, zum Thema zwei Wege gegen drei Wege. Ein Drei-Wege-System ist eher besser, aber kann ich diese theoretischen Vorteile tatsächlich umsetzen? Höre ich Musikprogramm, die was sozusagen das auch hergibt? Wenn ja, dann schaut euch Drei-Wege-Lautsprecher an. Wenn nein, wenn ihr ne, in erster Linie Jazz, Blues, Popmusik, Rockpop hört und so weiter, wird das relativ uninteressant sein. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Wenn ihr andere Meinungen zum Thema habt, schreibt doch ruhig mal was in die Kommentare, kein Problem. Und ansonsten verabschiede ich mich an der Stelle erstmal und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!